Wo ist sie? Habe ich eine Waffe? Ich habe aber noch keine Waffen. Oh Gott, lass mich doch in Ruhe, ey. Nee, da komme ich nicht. Die kommt immer näher. Das Krasse ist irgendwie, du weißt, dass das die Lara ist, so, weißt du? Also, macht es jetzt irgendwie für mich jetzt nicht mehr so gruselig. Na, ich sag mal so, die Effekte, also jetzt das Lachen, okay, aber so, ne, hier so ein Flackern und so. Ja, die Jumpscares sind trotzdem noch da, ja, sicherlich, ne. Ja, das ist ja ein wunderschönes Puppenzimmer. Da unten liegt sie, da, direkt in der Mitte. In the middle. Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Du findest dich besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Gib mir doch einfach meine Waffe. Willkommen bei Emily Wants to Play. Gucken die auch noch so scheiße. So, wo ist sie? Ich laufe jetzt einfach nach oben. Ist mir völlig egal, ob das jetzt richtig war oder nicht. Da geht's hier weiter. Bist du hier? Lara! Wo bist du? Oh Gott, oh, dieses Gewackel. Ah, da bist du doch. Gotcha! Aua! Bring doch! Jawoll! Ich will Waffen finden. Ich will sie töten. So, wo ist sie? Sie ist bestimmt wieder runtergerannt. Put, put, put! Wo bist du? Oh, dann folgen wir doch mal der Blutspur, ne? Ja. Gott, das mit den Köpfen, ey. Oh, das ist ja. Hallo. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh Gott. Wo bist du, kleines Mistmadenviech? Dahinter. Da. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ah, schade. Oh, ich mag dieses Gezitter, finde ich ja ganz. Geh mal aus dem Raum raus. Raus aus dem Raum. Ja, und dann? Naja, ich glaube nicht, dass sie sich so aufschaukeln und dich dann angreifen, wisst ihr? Okay, da kann ich nicht hin. Es muss doch. Es muss doch. Wow! Okay, also läuft anscheinend wirklich ein Counter ab irgendwie. Bis wir sie gefunden haben. Da bist du. Ah, shit. Gehst du mit Ross auch so um? Nee, aber nur mit dir geh ich so um. Komm her hier. Ich würde gerne schneller laufen, du bist ja bestimmt. Oh, das war jetzt nicht so weit, wa? Du kommst hier niemals lebend raus! Blöder Idiot! Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Was ist das? Mia, ich bieg das wieder hin. Was? Gut. Damit haben wir. Jetzt nichts wie raus hier. Zweiten Schlüssel. Und das dritte Teil für den Hauptschlüssel.
Ja, und die zweite Gräfin quasi weg. Genau. Von vier. Hast du deine Waffen wieder? Ey, ich hoffe. Wie kann ich denn jetzt... Ja, ich kann es drehen und... Ah, F. Mann, ey. Diese Melodie. Sie haben ihre verlorene Habseligkeiten wiedererlangt. Nummer zwei. Beine. Angie können wir bestimmt verkaufen, ne? So, puh, jetzt also das war heftig. Das war mal heftig, Alter. Oh Gott. Schnell zurück zum Duke, Alter. Ja, auf jeden Fall. Ab zum Duke. Wir verkaufen wieder Sachen. Boah, Alter, das war richtig krass intensiv. Mein lieber Herr. Und ich hab's selber nicht gespielt. Ich hab bloß zugekickt. Das war echt heftig, Benny, Alter. Chapeau. Ich zieh meinen Hut, mein Freund. Ey, das war jetzt gerade richtig anstrengend für mich. Ha, umdrehen, umdrehen, umdrehen! Alter, was ist das denn für Viecher? Also erstmal haben wir hier ein... Hallo, Alter. Scheiße. Ja, wir müssen ein bisschen umsortieren. So, und die Patronen jetzt einfach da an die Seite und dann dürfte sie passen. Probier mal aus das Ding, Alter. Scheiße. Okay, kommt mal alle rein hier. Hallo! Sie streut gut, ne? Aber ist recht weak, das Ding. Ja, das stimmt. Oh, der war nicht gut. Ja, warte kurz. Achso, ich dachte, ich hätte ihn wegstoßen können. Schade. Ich muss da draußen. Oh. Na komm. Die tut mir weh. Die gute Alte. Hör mal. Kommt so, komm dir her. Das vielleicht bekannt vor? Alter, nimm diese Puppe weg, ey. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? So, da. 28.000. Oh, ordentlich, Alter. Ne, die sollte ich aber belassen. Genau. Den wollte ich noch belassen, weil ich glaube, dass wir da noch den Kopf finden. Ja, definitiv. So, komm, lass mal erstmal das. Haben wir erstmal 31 Stunden. Ah, Fräulein Angie. Ach, wir können auch mehr Schilde. Entschuldigung. Porzellanpuppen sind sehr beliebt, weißt du? Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. Ja. Mal zurück, oder? Ja. So, Freunde. Ich habe hier noch Schuss. Und hab Bock. Ein paar Leuten auf die Fresse zu gehen. Oh, ach, guck mal da rum. Da und da und da. Nice. 3000 Leih. Und da. Viant. Da. Wie? Wo sind die hin? Jetzt haben sie keinen Bock mehr. Das jetzt aber, das finde ich nicht, das ist ja, wahrscheinlich wird das getriggert, wenn man nochmal von der Brücke kommt. Achso, das wäre diese Mehl, oder? Würde mal wirklich interessieren, was diese Mehl für einen Effekt hat. Hier war da vorhin, ach nee, da war nur das Kristall. Okay. Aber der Kristallschädel. Ne, der hat wirklich nur, ich habe das mal mir angeschaut, das soll wirklich einfach nur zum Verwirren sein für die Gegner. Okay. Also, dass du die kurz damit blendest so und dann im Tat entkommen kannst. So. Da ist noch was Schönes. Hier ist noch was Schönes. Ah, okay. Wir brauchen also anscheinend noch mal so ein 2000. Ja, so ein Miniatur-Castle. Genau. Eine Murmelbahn. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein Brünnchen. Brunnenkurbel. Aha! Schön. Den hätte ich eigentlich eher bei der Dings erwartet. Bei der Lady. Ja. In dem Haus. Hier geht's rein. Gucken wir gleich.
Boot eines seltsamen Vogels. Na, den holen wir uns doch. Okay. Le Blau. Ah. Explosivgeschoss. Ich würde gerne mal dazu irgendwie... die passende Waffe finden? Ja. Ah, Schlüssel des Gangbauers. Aha, da geht's doch dann wieder weiter. Gucken wir erstmal, was haben wir hier? 10. November. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete ich, meine Herrin, die Begegnung mit den anderen, wohl wegen der Narbe in ihrem Gesicht. Nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, die ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Heute kam sie zu mir in den Garten und benutzte Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich angenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht vom Mutter zu erhalten. 29. November. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen und meine tote Frau erschien mir wie im Traum. Als ich dies Donna gegenüber erwähnte, schien sie begeistert und lud mich in ihr Haus ein. Sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, aber das war doch sehr nett von ihr. Okay. Mal schauen, irgendwie, ne? Wir haben ja auch, glaube ich, so eine. Aha. Aha. Murmelbahn! Oh, ist aber mit Seitenbegrenzung. Die ist aber gefährlich. Vor allem, diese Seitenbegrenzung geht da hinten ganz schön schnell auf und ab. Ah, komm, probiert's. Da. Die Kugel. Na. Ruhig, Brauner, ruhig. Ja, ruhig. Ruhig. Boah, das war aber glücklich. Jawoll, Benni! Das war super glücklich. Erstmal sensationell. Das war. Onyx-Schädel. Was ist das für eine Sache mit diesen Kristallschädeln hier irgendwie? War jetzt aber mehr Glück als Verstand, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, muss ja auch mal sein. Ich denke, die lassen dich wirklich für die Schätze ein bisschen laufen irgendwie. Also es kann sein, dass wir zum Beispiel jetzt irgendwie im Haus des Geigers irgendwie die Grabplatte hier finden oder so. Was wir mal auf jeden Fall gucken können, wenn wir jetzt auf dem Friedhof sind, ist der blaue Vogel. Können wir uns das Bild nochmal ganz kurz angucken? Foto eines seltsamen Vogels. Ist aber nicht der Friedhof. Nee, das ist der andere Friedhof. Im Village, ne? Ist das genau? Da sieht man ja da, wo die Opferstätte für das kleine Ziegenstück war. Genau. Ich glaube, den sollten wir uns mal angucken. Ich glaube, der ist bestimmt. Der gibt uns besonderes Fleisch. Oh. Freunde. Ich habe euch gefragt. Will jemand fragen? Oh, das ist Tor. Ah, schön. Snap! Ich wollte eigentlich. Komm mal zu. Nee, die sind mir eigentlich zu schade. Egal, den brauchen wir jetzt. Hier für Stevie wieder, ne? Ganz nah. Und der Vogel ist weg. The Peepmatz, it is. Saftige Flügel. Ba-bam. Das ist recht. So, nice. Können wir jetzt hier rein? Jawohl. Aha! Aha! Claudia! Gehen wir erstmal zum Duke, geben ihm das saftige Fleisch. Dulce. Willkommen. Ich möchte ihm eigentlich nicht noch mehr Essen geben, so wie er aussieht. So, weil das Ding, glaube ich, maximal gesundheitsstark beträchtlich. Ich glaube, das Ding ist the way to go. Ah, danke. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Geflügel. Heißt, ich darf Hühnchen, ne? Du darfst. Hol dir die Hühnchen. Und... Ach, Wild. Wild haben wir ja auch. Guck mal hier, The Wild. Gut, denken wir aber erstmal wieder hier zurück zum... Damit wir den Bereich abgeschlossen haben. Zutaten.
gucken wir uns jetzt nochmal kurz das Grab an, was da für ein Schatz hinterlegt ist. So, dann gucken wir mal was. Lösch. Oh! What? Oh! Fuck! Alter, wer ist er? Liegt Mine, Mann, Alter, liegt Mine! Kommt der überhaupt da hoch? Aber du hast recht, ich könnte ja mal hier, wo haben wir denn meine Rohrbombe? Boom. Wo kam der denn her? Das war aber nicht der. Kommst du hier niemals hoch? Junge, kannst du mir doch nicht erzählen. Hau mal eine Mine noch hin. Ja, hau mal eine Mine mit drin. Ich kann nicht so schnell die Mine auswählen. Du bist witzig. Na, Im Pausemenü kriegen wir jetzt aber keinen Angriff, ne? Oh, zack. Perfekt. Jetzt locken an. Nee, ist trotzdem noch nicht gestorben. Ich weiß nicht, ob man den unbedingt so blocken kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich the way to go ist. Der hat schon richtig viel gefressen. Naja, die... Warte mal, ich probiere mal was aus. Ja, komm hierher. Komm. Oh, der springt. Wow! Ich bin kackend dreist. Hallo! Oh. Danke, tschüss. Echt? Na komm, Alter, kill den! Ja, wie denn? Ich weiß ja nicht, wo seine... Komm, gib ihm jetzt ordentlich Headshots irgendwie. Wo seine Weak Points sind. Ein Schuss hat noch gefehlt, Alter. Geil. Oh, nice, ey. Das ist Teil eine Riesenaxt. Oh, da bin ich mal gespannt, was die kommt. Okay. Der kam jetzt aber wirklich aus der Kälte, ne, Kumpel, ne? Mein lieber Herr. Oh Gott, der war jetzt... Ja. Alter, der war jetzt... Ja. Der hat aber richtig, also der hat 5 Rohrbomben, eine Mine, mehrere Schrotflinten und Sniper-Muni. Ja gut, und ein Schuss mit der Pistole. So, ab zum Duke. Mal gucken, was uns jetzt diese geile Axt, also das, was wir gerade rausgeholt haben, etwas Bestimmtem? Wie viel uns die bringt. Okay. Das ist lukrativ. Ah, siehst du, wir können die Puppe noch zusammensetzen. Ach, stimmt, das machen wir auch vorher. Ich hoffe, dass es mehr als 5000 wird irgendwie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja. Also der Kopf einzeln kostet 2000, der Körper kostet 3000. Nee, warte mal. Wir haben ein Foto wieder. Schätze. Wo ist er? Ja? Da. Da ist der mit, da ist der. Genau, so und jetzt hier raus und jetzt hier rein. Oh yeah. So und 20.000. Das ist, da sieht man mal, dass die Summe der Teile doch ein bisschen mehr ist als die Einzelkomponente, ne? Mhm. Ja. Also, Kohle ist erstmal relativ ordentlich dabei, würde ich sagen. Prächtig, was das wert ist. Wupp, wupp.